Ich begrüße Dieter Dehm, Autor, Komponist und Liedermacher, seit 16 Jahren im Bundestag, Mitglied der Linken. Dieter Dehm, Sie haben gerade ein Buch rausgebracht, Meine schönsten Skandale im Bundestag. Peter Gauweiler hat das Vorwort geschrieben. Was war denn der schönste und der krasseste Skandal? Na, der Stasi-Skandal. Also wo Frau Steinbach, die heute ja die Chefin der AfD-Stiftung ist, damals behauptet hat, ich wäre in meiner Jugend IM gewesen. Dann kam ihr Wolf Biermann zu Hilfe und sagt, ja, der hat mir das unter vier Augen gestanden, alles Bullshit. Steht aber gelogen. Noch bei Wikipedia, glaube ich. Ne? Ja, ja, steht überall. Das machen sie dann drei Tage später wieder raus und drei Tage später wieder ist rein. Wieder drin. Das ja. Auch so. Und das ist so, ja. Das ist aber ein System, wo Trolle und Bots einfach ihren Wikipedia. Okay, das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Also Steinbach, größter Skandal. Ja, also der größte Skandal war, dass man mir nachgesagt hat, ich wäre Ostspion gewesen. Ich wusste bis lange nach der Wende überhaupt nicht, was das Ministerium für Staatssicherheit ist. Ich bin immer in die DDR gefahren. Ich habe immer mit Leuten relativ offen, so wie jetzt mit Ihnen, geredet. Und daraus haben die dann irgendwann Aktenblätter gemacht, die dann so hingestellt wurden, als hätte ich da. Aber es gab ja nichts, was ich verraten hätte können, gar nichts dergleichen. Was verbindet Sie denn mit Gauweiler, mit Peter Gauweiler? Der gilt doch irgendwie rechts außen. Nein, das ist er auf gar keinen Fall. Rechtes Spektrum. Er sagt selbst, er sei ein Rechter. Ich halte ihn für einen Demokraten. Er hat, als er im Bundestag war, immer gegen die NATO-Einsätze geklagt. Ach, in dem Zusammenhang hatten Sie doch mal auch den Herrn Maas kräftig eins rüber. Was haben Sie gesagt, Herr Maas? Ich habe ihn also so vorschnell bei Skripal, jetzt auch wieder bei Nawalny, gesagt hat, er wisse genau, dass hinter den Giftanschlägen Wladimir Putin steckt, habe ich in einen NATO-Strichjungen genannt, mich dann gleich bei allen Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern entschuldigt, dass niemand so niederträchtig ist als die NATO und der Imperialismus, also deswegen, die natürlich ein sehr sauberes Gewerbe betreiben im Vergleich zu solchen, die sich eben geistig prostituieren, der Macht der großen Konzerne, Rüstungskonzerne und der NATO, die ich mein Leben lang immer bekämpft habe. Mhm. Apropos Nawalny, was ist Ihre Meinung? Ich weiß es nicht. Und solange ich es nicht weiß, da kann ich nur, was der große Jurist Gregor Gysi mehrfach gesagt hat, es gibt erhebliche Zweifel, dass Putin hier einen Nutzen hat. Er hat nur Schaden davon. Nicht, ja. Und es gibt erhebliche Zweifel, dass es auch dazu gekommen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch andere gibt, die ein Interesse haben, die auch technisch in der Lage sind, so etwas zu inszenieren, aber ich weiß es nicht. Man weiß es nicht, die Medien tun aber so, als müssten sie es. Ja, und das ist das Schlimme. Früher war das so, da haben die Medien auch so getan, wenn ein Flugzeug abgeschossen wurde, dann waren es entweder die Koreaner, die Chinesen oder die Russen. Dann gab es aber einen Günter Gauss und dann gab es einen Bednarz und dann gab es kritische Journalisten, die gesagt haben, halt, die sind heute fast nicht mehr auffindbar oder zum Schweigen gebracht. Das ist das Problem. Und deswegen kommt dann so ein Begriff. Sie meinen, Journalisten werden zum Schweigen gebracht? Ja, ich meine, dass die zumindest nicht mehr genommen werden bei öffentlich-rechtlichen Anstalten, wenn sie Widerspruchsgeist verkörpern. Das ist aber eine starke Aussage. Das würde doch der Spiegel und die ARD wahrscheinlich nicht sagen. Meine Überzeugung ist, wenn heute ein Bednarz oder ein Günter Gauss oder wir hatten ja eine ganze Reihe, ja, ja. Auch der Hajo, wie heißt der von Hans-Joachim Friedrichs. Das waren ja alles kritische Journalisten im eigenen Kopf. Das heißt, früher konnte man eher noch gegenteilige Meinungen darstellen, ohne sofort ins Fegefeuer zu kommen. Also eins war immer klar, im Bayerischen Rundfunk landen sie nur sehr schwer, beim WDR werden sie genommen. Mhm. Ja, das war im Hessischen Rundfunk auch. Das war so, das galt als die roten Sender. Das gibt es alles heute nicht mehr. Das heißt, sie werden heute als kritischer Journalist nur dann genommen, wenn sie von vornherein zu erkennen geben, ich bin bereit, eine solche auf Merkel-Linie zu sein. Thesen. Das weiß ich nicht, auch auf Maßlinie. Maßlinie. Ja, das kann ja auch sein. Dem Strich also, Jungen der NATO. Naja, ich habe es ja dann abgeschwächt, indem ich gesagt habe, ich mache aus Strich Junge Strich Männchen, NATO Strich Männchen. Die FAZ hat mir eine Seite gegeben, dass ich das
korrigieren konnte, dabei will ich jetzt auch bleiben. Fest steht jedenfalls, dass es mir zu schnell geht, in vielen Sachen zu schnell geht. Es geht mir bei der Corona-Krise zu schnell, es geht mir bei der Russen-Hatz zu schnell und es wird zu schnell vergessen, dass 27 Millionen Menschen getötet wurden, weil die deutsche Wehrmacht jetzt vor 80 Jahren in die Sowjetunion einmarschiert ist. Mhm. Sie sind ja auch innerhalb Ihrer Partei, also der Linken, bekannt als so ein gewisser Rebell. Sie haben ein Corona-Lied rausgebracht. Wie war nochmal die erste Strophe? Ein junges Virus und alte Mächte sind geil auf unsere Rechte. So ähnlich, damit, ja. Wie hieß der? So ähnlich, ich habe es nicht mal ganz im Kopf. Ein junger Virus und alte Mächte, ja, wir haben mehrere, ein guter Mix gegen unsere Rechte. Ja, ja, sowas. Wir haben davon mehrere Versionen. Eine Version, die mit den meisten Klicks, nämlich 3 Millionen, hat Dieter Hallervorden gesungen. Ich habe auch ein paar gesungen. Das hat Dieter Hallervorden gesungen? Ja. Ah, ja. Und Corona, 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 du bist jetzt für alles der Grund. Corona, Corona, Corona. Nur wenige machst du gesund. Amazon schwimmt im Geld. Der Söder gibt den Held. Der freie Geist zerfällt. Wohin trudelt die Welt? Und das ist eine, wie ich finde, sehr schöne, hinterfragende Variante. Und jetzt machen, aber ist leider nicht in die Hitparaden gekommen. Es gibt keine Hitparaden dafür, weil das ist aber mit 3 Millionen Klicks wäre das in früheren Zeiten dreimal in der Hitparade gewesen. Mhm. Gibt es das Video noch bei YouTube? Ja, ja, klar. Mhm. Klar. Aber die Linke hat sich distanziert. Nein, es gab dann... Habe ich mit bei Wikipedia gelesen. Ja, die Linke nicht, sondern Einzelne haben sich distanziert. Ach Gott, ja, ich meine, wenn man die Schlussfolgerung aus der DDR zieht, dass man sich noch mehr in Kunst und Kultur einmischen soll, wenn man Partei ist, wenn das die Schlussfolgerung ist, dann soll man sich eben darüber hermachen. Ich habe das immer getrennt. Ich habe gesagt, ich mache einerseits meine Lieder, meine Romane, meine Stücke und andererseits bin ich hier Bundestag oder ich bin in meiner Partei, aber das will ich doch trennen. Mhm. Weil die künstlerische Freiheit muss ich mehr erlauben können als die Parteilinie. Sie hatten eben gesagt, also Journalisten werden zum Schweigen gebracht eigentlich. Also indirekt, weil nur noch die genommen werden, die, sagen wir mal, ein Mainstream-Thema entsprechend bearbeiten? Oder, ich meine nicht zum Schweigen gebracht, dass die irgendwie physische Gewalt angetan bekommen. Das gibt es in anderen Ländern und das hat uns auch immer auf die Palme gebracht. Sondern ich meine, dass sie zum Schweigen gebracht werden, weil sie sich oftmals nicht trauen. Man spricht mit Journalisten. Dem fehlt der Mut. Ne? Ist das Gespräch rum, dann sagen die, das will ich jetzt nicht so mitgeschnitten wissen im Film oder in der Aufzeichnung. Und man merkt, die sind eigentlich etwas kritischer, aber trauen sich das in ihren Sendungen nicht zu sagen. Andere sind von vornherein schon so wie, was weiß ich, Marionetta Slomka oder Kleber oder die meisten Tagesschau-Redakteure, wo ich gelegentlich auch wirklich sage, also Leute, man zahlt euch so gut, ihr seid so gesichert. Warum nicht? Die ganze Zeit geht es nur für Nawalny. Nawalny hinten, Nawalny vorne. Hätten Sie die Hälfte der Sendezeit für Julian Assange verwendet, wäre der schon frei. Ja, dann wäre also der schon frei. Der findet gar nicht statt. Ne, der findet mal kurz statt. Aber gemessen daran, dass ein Mensch hier in einem englischen Gefängnis und vorher in dieser Botschaft bei lebendigem Leibe zugrunde gerichtet wird, wird sehr wenig Atem auf ihn verwendet. Aber unsere Helden kämpfen gegen die venezolanische Regierung, gegen die kubanische Regierung mitunter, aber vor allen Dingen gegen die russische und chinesische Regierung. Das soll man alles auch sagen. Aber wenn man dann so merkt, dass so wenig gesagt wird zu Julian Assange und zu den Whistleblowern, die wirklich NATO- und Kriegsgeheimnisse verraten haben, deren einziges Vergehen darin besteht, für den Frieden Verrat geübt zu haben. In diesem Falle Landesverrat geübt zu haben. Das ist doch eine wunderbare Form von Landesverrat. Für die steht Tucholsky, für die steht Brecht. Für die haben andere Dichter und Musiker und Künstler gestanden. In dieser Tradition muss man doch, nein, die Journalisten entdecken ihr Herz für Nawalny, der übrigens von Ungeziefer spricht, wenn er von Migranten spricht. Also ein eher rechter Typ. Komplett umstritten, ein eher rechter Typ. Eher rechter Typ, ja. Das wird aber in den Medien verschwiegen. Wird verschwiegen. Sagen Sie mal, lesen Sie noch Zeitung, schauen Sie noch fern? Haben wir es mit einer Einheitsmeinung zu tun?
ich bin auch mit diesen Begriffen, man hört das Schlimme bei diesen Meinung. Wissen Sie, in den sozialistischen Ländern, da gab es Einheitsmeinungen und die war wirklich Einheitsmeinung. Mhm. Und das Problem, das wir heute haben, ist, dass die Einheitsmeinung so differenziert ist, in so viele Unterabteilungen, aber im Endeffekt auf einen Konsens zielt. Das ist das Problem. Sie kommt ein bisschen grüner daher, sie kommt ein bisschen sozialdemokratischer daher, sie kommt ein bisschen liberaler daher. In der Frage der Steuersenkung für Superreiche, da ist die AfD und die FDP nicht weit auseinander. Da kommt sie bei der AfD ein bisschen völkischer daher. Bei der AfD kommt es ein bisschen, bei der FDP kommt es ein bisschen liberaler oder marktliberaler daher. Aber im Endeffekt sollen die großen Profite der Konzerne geschützt bleiben. Und die Aufbegehrenden, die gegen die Profite aufbegehren, skandalisiert werden. Oder sie sollen irgendeinen schlechten Ruf kriegen. Ja, wir hatten ja eben schon darüber gesprochen. Also wir haben ja geradezu einen Beschleunigungsprozess bei diesen großen Konzernen, die ja von der aktuellen Krise extrem profitieren. Das ist ja Wahnsinn eigentlich. Ja. Naja, die Konzerne nehmen, saugen die kleinen und mittleren Kapitalien. Der Mittelstand wird zerstört und die Großen werden dann noch reicher und noch einflussreicher. Aber das ist natürlich auch alles eine Konsequenz dieser Krise, die wir gerade haben. Haben Sie 2021 schon abgehakt? Haben Sie eine Perspektive, wann wir unsere Freiheitsrechte wiederbekommen? Naja, Freiheitsrechte kann man in diesem Land, wie man an vielen, vielen Gerichtsurteilen sieht, auch vor Gericht erstreiten. Man muss es nur tun. Freiheitsrechte kann man auch auf der Straße... Aber es ist ja schon merkwürdig, dass wir unsere Freiheitsrechte vor dem Gericht erstreiten müssen. Naja, erstreiten! Naja, wissen Sie, wenn man zum Beispiel verleumdet wird, darüber habe ich ja mit Günter Wallraff sehr eng zusammengearbeitet in der Gegenbildstelle und in Arbeit gegen Springer und so, wenn man verleumdet wird. Oder wenn Leute so öffentlich angezählt werden, dass Attentate auf sie durchgeführt werden, wie auf Rudi Dutschke. Mhm. Dann zeigt sich, dass jedes Persönlichkeitsrecht und jedes Recht überhaupt immer nur erkämpft werden kann. Ich finde es auch richtig, dass wir im Parlament ein paar Maßnahmen gezogen oder ein paar Konsequenzen gezogen haben, weil ich nicht möchte, dass hier Leute den Reichstag stürmen. Hm. Ich möchte auch nicht bedrängt werden. Ich kenne die Geschichte. Nochmal die Frage. Also haben Sie 21 aufgegeben? Wann haben wir das Grundgesetz wieder komplett in Also ich denke mal, das war ein Überraschungsmoment mit der Corona-Krise und ich glaube, so langsam lösen sich auch in den großen demokratischen Parteien ein paar Ängste auf. Sie müssen immer wissen, alles, was fortschrittlich ist, braucht dreimal so lang, Günter Grass sagte schon, der Fortschritt ist eine Schnecke, dreimal so lang wie das, was rückschrittlich ist. Was rückschrittlich ist, geht ganz schnell. Was fortschrittlich ist, ist eingeschüchtert, macht Fehler, redet zu viel, wie zum Beispiel ich. Ja, aber Sie haben immer noch nicht die Frage beantwortet. Doch, ich habe die beantwortet. Ganz emotional. Ich habe die beantwortet. Ist 21 jetzt schon gestorben? Ich habe selten irgendetwas für gestorben erklärt oder irgendetwas schon für erfolgreich erklärt. Das ist ein dialektischer Prozess, an dem Sie und ich beteiligt sind. Gut, hoffen wir, dass wir das bald alles wieder in die alte Normalität. Also Brecht hat irgendwann ein Gedicht abgeschlossen. Da sagt man, man fragt mich, sind wir rausgeworfen, sind wir isoliert? Erwarte keine andere Antwort als die deine. So endet das Gedicht. Macht euch also alle selbst Gedanken, bildet eure eigene Antwort. Dieter Dehm, nochmal vielen Dank für das Gespräch. Hier noch der Hinweis auf das neue Buch, wirklich sehr witzig geschrieben, sehr lesenswert. Der Link gleich unter dem YouTube, da auch nochmal der Link zu unserem Telegram-Kanal, MM News offiziell. Dieter Dehm, nochmal vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch.